Die erste Gruppe ist, verbindet zwei Dinge, die bei Jugendhack generell sehr, sehr beliebt sind. Computerspiele und Alpakas. Alpakas ist übrigens auch das Motiv, was wir haben. Das ist ein verpixeltes Alpaka. Und wir sind alle ganz große Fans von Alpakas und Computerspielen. Und diese Gruppe hat die beiden Sachen zusammengebracht. Und das stellen sie euch heute vor. Von daher einen großen Applaus für die erste Gruppe, Save the Alpaka. Erstmal hallo an alle. Auf jeden Fall, unser Spiel, wie schon genannt, Save the Alpakas, ist halt ein Spiel, was zwischen uns viel gemacht ist. Jetzt der Plan, den wir machen werden, ist, und zwar die Ideen, die wir am Anfang hatten, dann wie wir das gemacht haben und nochmal, was ist Scratch und insgesamt alles unser Spiel. Also auf jeden Fall, unsere erste Idee war, dass falls manche Rev kennen, ist es halt ein Spiel, wo man auf dem Meer ist und auf dem Floß, wo man halt Materielle suchen muss. Unsere Idee war jetzt, dass es auch auf dem Meer findet, unsere erste Idee. Deswegen, dass man halt auch auf dem Boot ist mit einem Alpaka, was man beschützen muss, dass es verschiedene Inseln gibt, die man bereisen muss, damit man Items und so weiter findet. Dann gab es nämlich noch eine Idee mit Dimension. Deswegen dachten wir uns, warum wandeln wir das nicht Ganze alles dann im Weltraum um? Also, dass es halt im Weltraum spielt. So. Deswegen, wie man hier sehen kann, der Gasplanet, das ist wo der Astronaut halt ist. Es heißt Gasplanet, weil die Aliens müssen in einer Art und Weise seine Luft rauslassen. Und ihr werdet gleich ungefähr sehen, wie das Spiel abläuft. Und bevor das, bitte ich euch nochmal zu hören, mit welchem Programm wir gearbeitet haben. Wir haben mit per Pixelart und Scratch gearbeitet. Pixelart war für die Grafik. Scratch ist, irgendjemand von euch nicht Scratch kennt, Scratch ist ein Programm, das hauptsächlich aus Blöcken besteht, was sich sehr gut für Anfänger, junge Menschen und motivierte Menschen eignet. Die unterschiedlichen Farben eignen sich dazu, sich besser im Menü navigieren zu können. Jetzt zum Gameplay. Beim ersten Spiel geht es darum, dass man eine Rakete mit den Pfeiltasten rechts und links steuert und nicht gegen einen Kometen crashen darf. Die Kometen fliegen auf einen zu und man muss versuchen, ihnen auszuweichen. Wenn man den Kometen nicht ausweichen kann, wird man zum Game-Over-Bildschirm weitergeleitet und das Spiel ist vorbei. Das ist hier auf dem Gasplaneten und man spielt einen Astronauten, der über die Steine springen muss und wenn man die berührt, dann wird die Punktzahl resettet. Und die braunen Kisten, das sind die Holzkisten, die bringen einen Punkt und die anderen, das sind die Metallkisten und die bringen drei Punkte. Danke für eure Aufmerksamkeit.